Willkommen zu einem Video nach langer Zeit. Heute will ich euch ein Chatlog-System vorstellen. Damit könnt ihr mit einem Command einen Spieler melden und dann kann der Chatlog im Internet angesehen werden, also auf eurem Webserver. Ihr braucht dort einen Webserver ohne MySQL-Datenbank und natürlich auch einen Bucket-Server. Das Ganze ist nicht für Bungee-Code, sondern für Bucket-Server. Das ist vielleicht ein kleiner Nachteil. Ich würde sagen, wir downloaden uns das hier mal. So, dann bekommen wir nur das Plugin. Das ziehen wir natürlich auf dem Server. So, ich habe hier schon mal einen Server, den ziehe ich mal hier rüber. Da ziehen wir es einfach rein. Und dann starten wir den Server ganz normal. So, jetzt ist der Ordner da. Und es generiert sich noch ein zweiter Ordner von B-States. Also das ist halt einfach, dass die Entwickler sehen, wie beliebt das Plugin ist oder wie viele Server und Spieler das benutzen. Jetzt gehen wir in den Chatlog-Ordner und dort in die config.yml, editieren die. In der Config können wir einmal Minigame-Mode einstellen, also der ist standardgemäß auf False. Wenn der auf False ist, dann können wir einen Spieler reporten und dann wird das, was er geschrieben hat, von einem bestimmten Zeitlimit gelockt. Wenn wir es auf True haben, dann wird das Zeitlimit, das Plugin aktiviert ist, gelockt. Hier können wir einstellen, wie viele Minuten gelockt werden, in dem Fall sind es 15, wir können aber auch 20 zum Beispiel draus machen. Einfach halt die Zahl einschreiben. Wir können einstellen, wie oft man jemanden reporten darf in Sekunden. Den Servernamen. Ich schreibe jetzt hier einfach mal Test. Und die URL. Ich mache jetzt hier einfach mal als Beispiel Localhost, weil ich das mal auf meinem Localhost machen werde. Hier müssen natürlich das Verzeichnis noch eintragen, wo ihr das macht. Aber wenn ihr das unter dem Verzeichnis Chatlog abspeichern, könnt ihr hier einfach nur die IP ändern. Hier könnt ihr auch noch einstellen, welches ob ein Zeichen halt das Ganze bypassen soll, also dass es nicht im Chatlog dann erscheint und welche Permissions man dazu braucht, ob die Chatlogs nach einer bestimmten Zeit entfernt werden sollen. Wenn das der Fall ist, dann soll das auf True sein und dann hier könnt ihr einstellen, nach wie vielen Tagen, hier nach 2 Wochen. Hier, ob das Async-Chat-Event benutzt werden soll, das hat was mit der Programmierung zu tun, das würde ich einfach so lassen. Hier können wir noch einstellen, ob UUIDs verwendet werden sollen. Hier kann man einstellen, ob das Plugin die Statistiken senden soll, von denen ich vorhin schon mal erzählt habe. Und dann speichern wir das Ganze. So. Jetzt müssen natürlich noch die Messages können wir noch einstellen. Das ist aber eher unrelevant. Und dann gibt es noch MySQL.yml. Die ist sehr wichtig, da gehen wir einmal den Host an. Bei mir ist es Localhost, es ist auch meistens bei euch so, der Port ist Standard, der wird bei euch auch meistens so sein, Benutzer ist root bei mir, Passwort ist bei mir gar nichts, deswegen mache ich hier nur diese 2 Zeichen da. In dem Passwort habt, schreibt ihr halt hier einfach euer Passwort hin und dann die Datenbank ist bei mir Test. So, dann speichere ich das und schließt es wieder. So, jetzt ist das Plugin fertig, jetzt kann ich den Server eigentlich reloaden. Und jetzt brauchen wir noch den Webserver, den können wir uns hier downloaden, also da steht hier, da können wir drüber fahren und dann klicken wir da drauf. Ich verlinke einfach nur mal nur das Plugin, das werdet ihr schon finden. So, das heißt, hat gerade irgendwie nicht geladen. Jetzt, so, dann gehen wir hier auf Downloads und dann Download Repository. Jetzt haben wir hier den Webserver. So, jetzt öffne ich hier mal meinen Webserver. So, jetzt sehe ich mal hier auf den zweiten Monitor. Und hier nehme ich einfach die Config und die index.php und ziehe die hier rein. So, ich mache hier noch einen Chatlog-Ordner. Chatlog. So, und jetzt mache ich das Ganze in den Chatlog-Ordner hier. Und jetzt müssen wir in der config.php noch die gleiche MySQL-Datenbank eingeben. So, jetzt müssen wir hier in der config.php die gleiche MySQL-Datenbank eingeben. Localhost wieder, in meinem Fall root. Und bei Passwort gar nichts und bei Datenbank Test. Der Netzwerkname war bei mir ja Test. So, speichern. Sonst gibt es nichts mehr einzustellen. So, ich habe mich jetzt hier mal zum Server connected und wenn ich jetzt mal ein bisschen was schreibe, hallo, ja, Test oder keine Ahnung, ich mache mal werbung.de. So, und jetzt kann jemand einen Chat-Report erstellen mit /Chat-Report. Dazu brauchen wir auch keine Permissions. Und dann ein Spieler, Manogun. So, und jetzt wurde erstellt, HTTP, Localhost, Chatlog, bla bla bla. Da kann man im Normalfall auch draufklicken. Ich jetzt in meinem Fall nicht, weil Minecraft nur Domains als klickbar erkennt. In der Konsole hier haben wir aber auch die Report-ID, die kann ich mir auch einfach kopieren und das Ganze abschreiben. Das mache ich jetzt mal. So, ich habe das Ganze hier mal abgetippt und jetzt
geben wir das einfach ein. Und jetzt sehen wir den Chatlog hier von meinem Kopf und Malogan und das Datum und den Surname. Hier oben steht er auch. Und dann hier hallo-test-werbung.de und wir sehen hier die Uhrzeit. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Wenn ich jetzt einfach nur auf die Chatlog-Seite gehe, dann steht hier einfach nur der Command. Ja, mehr gibt es zu dem Plugin nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat die Plugin-Vorstellung nach langem mal wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auch immer über ein Like und ein Abo. Und ich sage, ciao Leute, haut rein.